Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 72, Antrag für eine Aktuelle Stunde der Fraktion der AfD, 68 Jahre, 17. Juni, Hessen vergisst nicht, mit der Drucksache 20-5946, zusammen mit Tagesordnungspunkt 88, Dringlicher Entschließungsantrag von CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, der Freien Demokraten. 17. Juni 1953 bleibt Mahnung gegen Totalitarismus und für Freiheit. Ich mache noch mal eine kurze Pause, weil anscheinend so viel Bewegung hier gerade ist. Ich versuche es noch mal. 17. Juni 1953 bleibt Mahnung gegen Totalitarismus und für Freiheit, Menschenrechte und Selbstbestimmung, Drucksache 20-5980. Tagesordnungspunkt 89, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Wieder das Vergessen. Hessen gedenkt der historischen Tat des 17. Juni 1953 mit der Drucksache 20-5981. Das waren die zugeordneten Tagesordnungspunkte. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Scholz für die AfD-Fraktion gemeldet, der auch schon am Pult ist. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! An einem Tag wie diesem liegt es sehr nahe, all der tapferen Menschen zu gedenken, die sich ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben oder ihre Zukunft für die Freiheit und Einheit unseres deutschen Volkes einsetzten und opferten. Es war der 17. Juni 1953, also 4 Jahre nach Gründung der DDR, als sich Hunderttausende Mitteldeutsche dem kommunistischen Unrechtsregime nach stalinistischem Vorbild entgegenstellten und die Erhebung wagten. Was mit einem Nein zu einer Erhöhung der Arbeitsnormen ohne Lohnausgleich unter katastrophalen Arbeitsbedingungen begann, mündete in einen immer lauter werdenden Schrei nach Freiheit und Demokratie, nach freien Wahlen und somit der Entmachtung der SED und vor allem der Wiederherstellung der deutschen Einheit. Wie ein Flächenbrand verbreiteten sich die Proteste über die gesamte DDR. Seitens der Sowjets wurde über die gesamte DDR der Ausnahmezustand verhängt und das Standrecht erklärt. 3 Divisionen der Roten Armee rückten allein in Ost-Berlin ein. 600 Panzer sprengten rücksichtslos die Menschen auseinander und zermalmten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Den Rest erledigte die kasernierte Volkspolizei. Innerhalb weniger Stunden wurde der Aufstand niedergeschlagen und in Blut und Tränen erstickt. Die Bilanz: 125 Menschen wurden erschossen oder später hingerichtet, etwa 8.000 Aufständische verhaftet und größtenteils zu hohen Haftstrafen verurteilt. 36 lange Jahre sollten vergehen, bis die Sehnsucht nach Freiheit und Einheit unserer deutschen Nation Erfüllung fand. Erst die friedliche Revolution in den Wochen bis zum 9. November 1989 erlöste unser Volk von der zweiten Diktatur auf deutschem Boden. Und wieder war es der Mut und die tief empfundene Freiheitswille der Mitteldeutschen, welche einen unmenschlichen Unrechtsstaat in den Orkus der Geschichte beförderten. Vorbei die Zeit von Todesstreifen, Schießbefehl und Mauertoten, Stasi-Herrschaft mit Verfolgung und Inhaftierung politisch Andersdenkender. Vorbei auch die Zeit der Repressionen und Zersetzung, der systematischen Zerstörung von Lebensbiografien. Und ausgerechnet heute, am 17. Juni 2021, wird der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde in den Ruhestand geschickt und in Folge diejenige Behörde aufgelöst, deren Aufgabe es war, die Verbrechen der SED-Diktatur aufzuzeigen. Zugleich verschwinden unter anderem 41 Millionen Karteikarten, 111 Kilometer Akten, die Zeugnis über die Stasi-Verbrechen ablegen, in dunklen Ecken des Bundesarchivs. Damit werden deren weitere Aufarbeitung für viele Jahre auf Eis gelegt. Ein Zufall, verehrte Damen und Herren? Diese Unterlagen sind der unerschütterliche Beweis. Die DDR war zu jedem Zeitpunkt ihres Bestehens ein Unrechtsstaat. Die Täter, die noch unter uns sind, meine Damen und Herren, dürften sich darüber die Hände reiben. Nach wie vor besetzen diese wichtige Schaltstellen innerhalb der Medien- und Kulturbranche, an den Universitäten und den staatlich geförderten Organisationen. Sie wirken in unseren Schulen und Parlamenten. Daher ist es für mich als einer derjenigen, die unter der DDR-Diktatur litten, unerträglich, wenn immer noch die mit der SED rechtsidentische Partei
DIE LINKE unsere Parlamente besetzt und sich überdies anschickt, die Deutungshoheit zur Geschichte der DDR übernehmen zu wollen. Meine Damen und Herren, eine Partei, die für 40 Jahre menschenverachtende DDR-Diktatur die alleinige Verantwortung trägt, deren Vertreter die Verbrechen der Stasi-Diktatur zu relativieren versuchen und ganz offen über den Systemwechsel nachdenken. Eine Partei, welche durch ihre strikte Weigerung, die DDR als Unrechtsstaat anzuerkennen, all diejenigen Opfer verhöhnt, welche unter dieser Diktatur litten. Und beschämenderweise haben auch schon länger in diesem Hohen Haus verweilende Parlamentarier ihren Frieden mit den Tätern gemacht. Daher ist es unsere vornehmste Pflicht, die Erinnerung an die historische Großtat des 17. Juni 1953 wachzuhalten und ihn als den Tag zu begreifen, der letzten Endes unserem Volk die Einheit in Freiheit brachte. Aus genau diesem Grund hat die AfD-Fraktion diese Aktuelle Stunde beantragt sowie einen zugehörigen dringlichen Entschließungsantrag eingebracht, welcher zugleich ein Aufruf an den gesamten Hessischen Landtag ist, die mutigen Frauen und Männer des 17. Juni zu ehren, ihrer zu gedenken sowie mit Nachdruck zu betonen. Die DDR war zu keinem Zeitpunkt ein Rechtsstaat. Herr Abg. Scholz, Sie müssen zum Schluss. Ich schließe, sehr geehrte Frau Präsidentin. Die Opfer des 17. Juni mahnen uns jeden Tag aufs Neue, den Einsatz für die Einigkeit, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu wagen. Schließen Sie sich daher unserem Antrag an. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Scholz. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hat jetzt der Abg. Kaufmann das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als einer der wenigen Mitglieder dieses Hauses, die den 17. Juni 1953 als Zeitgenosse erlebt haben, darf ich heute für meine Fraktion sprechen und auch aus politischer Erinnerung Ihnen einiges vortragen. Aus unserer Debatte zum Luftbrückenjubiläum erinnern Sie sich sicherlich noch, dass ich als gebürtiger Berliner während der Blockade mit dem Kohleflugzeug von Berlin mit meinen Eltern nach Westdeutschland gekommen bin. Heute, vor 68 Jahren, war ich Vorschulkind. Wir wohnten in Frankfurt. Damals war ich bereits intensiver Radiohörer, mehr der Hessische Rundfunk als AFN, aber keineswegs, weil der Kollege Frömmrich so guckt, keineswegs nur die Kinderstunde mit Tante Jo, sondern gern auch damals schon Nachrichtensendungen. Meine Eltern versuchten ständig, den RIAS ins Radio zu bekommen. Für die Jüngeren, RIAS war der Rundradio im amerikanischen Sektor von Berlin, ins Radio zu bekommen, da wir etliche Verwandte, unter anderem die Großeltern, noch in Berlin hatten und man irgendwie ihnen nah sein wollte. Denn, auch zur Erinnerung, das Telefonieren war damals noch ein Abenteuer. Die Post hatte das Monopol und keineswegs jeder Haushalt diesen berühmten schwarzen Bakelitapparat mit der Drehwählscheibe Siemens W48. Also war die ganze Familie sehr beunruhigt von den Meldungen aus Berlin, die seit dem 13. Juni und erst recht über die teilweise sehr schrillen Reportagen am Mittwoch, dem 17. Juni, eintrafen. Alle hatten Angst, und die Angst der Älteren übertrug sich auf die Jüngeren. Und als berichtet wurde, dass sowjetische Panzer über die Steinallee rollten, wuchs die Sorge vor einer militärischen Konfrontation unter den Siegermächten. Man wollte natürlich, dass die Aufständischen erfolgreich sind und dass man ihnen hilft, aber gleichzeitig wollte man noch viel heftiger, dass nicht ein neuer Krieg inmitten von Deutschland ausbrach. In den Folgetagen kamen dann die Zeitungsberichte hinzu über die Ereignisse und viele erschreckende Bilder.
Auch nahm man mit Bestürzung zur Kenntnis, dass die Aufstände keineswegs auf Berlin beschränkt waren, wie es zunächst aussah, sondern sich an vielen Orten der DDR, die damals im Westen noch SBZ genannt wurde, ereigneten. Ab dem 17. Juni aber gewannen langsam aber sicher wieder die Alltagsprobleme die Oberhand. Man bedauerte die Opfer des Aufstandes, war aber zugleich sehr froh, dass die befürchtete Eskalation ausblieb. Aber es war jetzt allen klar, wer von den Deutschen weiterhin unter einer Diktatur, diesmal einer stalinistischen, leben musste und wer das Glück hatte, Perspektiven einer freien, freiheitlichen Entwicklung zu haben. Dies alles, kann ich Ihnen versichern, vergisst man nie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für eine historische Einordnung der Geschehnisse ist hier schon von der Redezeit her nicht der richtige Rahmen. Im gemeinsamen Antrag, Drucksache 19/5980, werden dazu einige Aspekte angesprochen und die Worte unseres Präsidenten zu Beginn der heutigen Sitzung gehen ebenfalls in diese Richtung. Ich kann darauf verweisen. Für mich ist ergänzend wichtig, auf Folgendes nachdrücklich hinzuweisen. Die Diktatur im Osten Deutschlands war eine unmittelbare Folge der Nazi-Gewaltherrschaft und des von ihr über die Welt gebrachten Krieges. Ohne das eine hätte es das andere nicht gegeben. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, empfinde ich es als mehr als zynisch, was wir heute erleben. Der Ehrenvorsitzende der Partei, der Antragsteller dieser Aktuellen Stunde, hat den Ursprung des singulären Menschenverbrechens und all des Leids von Krieg und Vertreibung, nämlich die Nazi-Diktatur, als Vogelschiss der deutschen Geschichte bezeichnet. Und ausgerechnet diese Fraktion thematisiert hier den 17. Juni, ein Fanal gegen die Diktatur und ein leuchtendes Symbol der Kampfansage der Menschen an Unfreiheit und Gewaltherrschaft. Meine Damen und Herren von der AfD, Sie sollten zum 17. Juni schweigen und sich schämen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kaufmann. Für die CDU-Fraktion hat jetzt der Abgeordnete Utter das Wort. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der 17. Juni 1953 stellt eine Wendemarke in der Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert dar. Die Sozialisierungsmaßnahmen seit der Gründung der DDR hatten zu Beginn des Jahres 1953 zu einer katastrophalen Wirtschaftslage geführt. Gleichzeitig keimte mit dem Tod Stalins im März 1953 die Hoffnung auf, einen neuen Kurs in der Sowjetunion könne beginnen. Doch die Hoffnungen wurden rasch enttäuscht. Die Antwort auf die Krise in der DDR war von Seiten der Sowjetunion eine Verschärfung der sozialistischen Wirtschaftspolitik. Die Erhöhung der Arbeitsnormen führte bereits vor dem 17. Juni zu einzelnen Streiks und mündete dann in den Aufstand vom 17. Juni 1953. Der mutige Volks- und Arbeiteraufstand in der DDR wurde blutig von sowjetischen Militäreinheiten niedergeschlagen. Zahlreiche Todesopfer waren zu beklagen und tausende Menschen wurden inhaftiert. An das Schicksal dieser Opfer des sozialistischen Staatsterrorismus gilt es immer wieder zu erinnern. Die vermeintlichen Sieger dieses Konflikts, die Sowjetunion und ihre willige Gefolgschaft in der SED, hatten mit der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste einen schweren Fehler begangen, der die Geschichte der DDR bis zu ihrem Zusammenbruch begleitete. Der 17. Juni 1953 hatte deutlich gemacht, dass im Arbeiter- und Bauernstaat im Ernstfall
auch auf Arbeiter geschossen wird. Das Streikrecht, das von der Arbeiterbewegung in harten Konflikten errungen wurde, galt im Sozialismus nicht. Jedem wurde klar, dass die SED nicht die Interessen der Arbeiterschaft, sondern nur die Interessen einer kleinen Führungsklique vertrat, deren einzige Legitimation die militärische Präsenz der Sowjetunion war. Der allgegenwärtige Überwachungsstaat, der in den folgenden Jahren ausgebaut wurde, vergiftete das gesellschaftliche Klima in der DDR und verhinderte jede Weiterentwicklung. Nach 1953 verstärkte sich die Fluchtbewegung aus der DDR, sodass sich die Führung 1961 nicht mehr anders helfen wusste, als die Bevölkerung eines ganzen Landes mit einer Mauer einzusperren. Wie in einer finsteren Sklavenhaltergesellschaft, um mal ein Wort aus dem sozialistischen Wörterbuch zu verwenden, betrieb die DDR Menschenhandel mit unliebsamen Bürgerinnen und Bürgern, die sie der Bundesrepublik zum Freikauf anbot. Mit der Niederschlagung des Volksaufstandes 1953 wurde ein Weg beschritten, der 1989 dazu führte, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung der DDR vom Sozialismus nichts mehr wissen wollte und für weitere kommunistische Experimente nicht zu haben war. Der 17. Juni bleibt auch im wiedervereinigten Deutschland ein wichtiger Gedenktag. Die Landeszentrale für politische Bildung leistet in Hessen eine hervorragende Arbeit bei der Aufarbeitung des SED-Unrechtsregimes. Vor allem die Dokumentation von Aussagen der Zeitzeugen wird es künftigen Generationen ermöglichen, sich authentisch mit diesem Kapitel der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Und übrigens ganz anders als der Tenor bei der AfD, die Aufarbeitung der SED-Geschichte, Vergangenheit und der sozialistischen Diktatur in Deutschland gilt international als vorbildlich und immer wieder wird nachgefragt, wie wir es geschafft haben, aufzuklären, zu dokumentieren und trotzdem auch Versöhnung und weiter Neubeginn möglich zu machen. Hubertus Knabe freut sich nicht über so etwas. Ja, wirklich. Ja. Sehr Ereignisse wie die am 17. Juni 1953 erinnern uns daran, dass es keinesfalls selbstverständlich ist, dass wir heute in dem freiheitlichsten und demokratischsten Deutschland leben, das es jemals gab. Wir verstehen diesen Tag daher auch weiterhin als Mahnung gegen den Totalitarismus und als Zeichen für den Wunsch aller Menschen nach Freiheit, Menschenrechte und Selbstbestimmung. In diesem Jahr gedenken wir besonders an die Demonstranten und Regimekritiker in Belarus und Myanmar, an die Bürgerrechtler in Russland. Die Demokratiebewegung in Hongkong, die demokratische Opposition in Nicaragua und Venezuela und an alle anderen Menschen, die ihre Gesundheit und ihr Leben für Freiheit und Demokratie riskieren. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Utter. Für die SPD-Fraktion hat als nächstes die Abgeordnete Löber das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ab 1954 bis im Jahr 1990 die Wiedervereinigung in Kraft getreten ist, war der 17. Juni in Deutschland ein Feier- und Gedenktag. Ersteres ist er seit 1990 nicht mehr. Diese Funktion hat an seiner Stelle der 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit übernommen, der nun als Nationalfeiertag an die deutsche Wiedervereinigung mit dem Beitritt der damaligen DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 erinnert. Ein Gedenktag bleibt der 17. Juni aber auch weiterhin. Denn auch als solcher besitzt er noch eine wichtige Funktion,
nämlich uns anhand der Geschehnisse der Vergangenheit etwas für die Zukunft zu lehren. Der 17. Juni 1953 war der Tag, an dem tausende Menschen in der damaligen DDR für ihre Rechte und ihre Freiheit auf die Straße gingen. Es war der Tag, an dem das Volk seine Stimme gegen ein Regime erhoben hat, das diese Rechte und Freiheiten beschnitten und mit Füßen getreten hat. Und es war der Tag, an dem dieses Regime zu den Waffen gegriffen hat, um diese Stimme des Volkes zum Verstummen zu bringen. Gerade uns allen, Politikern oder anderen Entscheidungsträgern und Verantwortlichen, die für sich in Anspruch nehmen, Menschen eine Stimme geben und sich für deren Rechte einsetzen zu wollen, sollte das Gedenken an diesem Tag besonders wichtig sein. Denn der 17. Juni erinnert uns an genau diesen Ruf des Volkes nach Freiheit und Gerechtigkeit und wie sehr es dafür gelitten hat. Der 17. Juni zeigt uns, dass dieser Ruf auch heute noch, 68 Jahre nach den Geschehnissen in der DDR, in vielen Ländern verhallt und unterdrückt wird. Andersdenkende werden verfolgt, Regimeproteste niedergeschlagen, Regierungskritiker mundtot gemacht, wahlweise können sie das Mund in Mundtot sogar auch streichen. Aber wir müssen gar nicht bis nach Russland, China oder den Nahen Osten schauen, um Zustände wie damals auch heute noch anzutreffen. Auch in unserem eigenen Land gibt es immer wieder erschreckende Tendenzen, die Meinungen und Rechte anderer Menschen gering zu schätzen und sich selbst über diese zu stellen. Solches Denken ist Gift für die Demokratie. Die Geschichte des 17. Juni 1953 sollte uns daher ein Sinnbild dafür sein, andere mit ihren Sorgen und Bedürfnissen ernst zu nehmen und vor allem auch unser eigenes Denken zu hinterfragen und zu reflektieren. Deswegen muss der 17. Juni ein Gedenktag bleiben, denn er schärft auch heute noch unseren Blick dafür, was Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie bedeuten. Danke. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Löber. Für die Fraktion der Linken hat jetzt der Abgeordnete Schalauske das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 17. Juni 1953 erhoben mutige Menschen ihre Stimme, gingen auf die Straße, um gegen politische und soziale Missstände in der DDR zu protestieren. Der Anlass für diese Erhebung der arbeitenden Menschen war die Erhöhung der Akkordnormen in der Industrie, Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich. Doch es ging nicht nur um soziale Rechte, sondern die Arbeitenden stellten die Frage, was und warum und unter welchen Bedingungen produziert werden soll. Den Menschen ging es um Demokratie, um Bürgerrechte, zum Beispiel um Pressefreiheit und auch um die Forderung nach freien Wahlen. Diese Proteste wurden blutig niedergeschlagen. Es gab zahlreiche Tote, ungezählte Verletzte sowie tausende Verhaftungen. Diesen Menschen gedenken wir und diesen Ereignissen erinnern wir. Zwar entsprach die SED-Führung infolge des 17. Junis durchaus einigen sozialen Forderungen. Die politischen Forderungen aber, die wurden missachtet. Der Führungsanspruch der SED verfestigt, der Sozialismus sowjetischer Prägung verhärtet. Mitglieder der SED, die diesen Kurs für falsch hielten, wurden aus der Partei geworfen, etliche auch inhaftiert. Andere, wie überhaupt sehr viele Bürgerinnen und Bürger der damaligen DDR, verließen das Land gen Westen. Der Sozialismus im 20. Jahrhundert, der ist gescheitert, auch und vielleicht im Wesentlichen auch an den eigenen Fehlern und Defiziten. Die Linke hat aus diesem Scheitern
des Sozialismus im 20. Jahrhundert, zu denen auch die Ereignisse vom 17. Juni gehört, ihre Lehren gezogen. In unserem Erfurter Parteiprogramm heißt es, ein Sozialismusversuch, der nicht von der großen Mehrheit des Volkes demokratisch gestaltet, sondern von einer Staats- und Parteiführung autoritär gesteuert wird, muss früher oder später scheitern. Ohne Demokratie kein Sozialismus. Für uns gehören soziale und freiheitliche Rechte untrennbar zusammen. Menschenrechte sind unteilbar. Das lehrt uns unsere eigene Geschichte. Der unwiderrufliche Bruch mit dem Stalinismus als System, der galt für die PDS, der gilt für die Linke, der gilt für unsere Partei und der gilt auch für unsere Fraktion. Aber soziale Rechte, Bürger- und Freiheitsrechte, die wurden nicht und werden nicht nur im Realsozialismus beschränkt oder ausgesetzt. Das geschieht weltweit, das geschieht auch in Europa und dagegen müssen wir uns alle wehren. Zum ganzen Bild aber gehört, die Geschichte beginnt nicht mit dem 17. Juni 1953. Sie beginnt auch nicht mit der Gründung der DDR 1949, sondern die Existenz zweier deutscher Staaten, der Kollege Kaufmann hat darauf hingewiesen, ist eine Folge des Zweiten Weltkriegs und des deutschen Faschismus, der Europa und die Welt mit einem mörderischen Angriffskrieg unterzogen hat, den mehr als 80 Millionen Menschen das Leben kostete. Und deswegen will ich für uns hier auch noch mal sagen, hier im Landtag, da sitzt eine Partei, für die die Zeit des Faschismus nur ein Vogelschiss der Geschichte darstellt, die mit Herrn Höcke einen Faschisten in ihren Reihen hat, der das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet. Und von solch einer Truppe brauchen wir keinen Geschichtsunterricht. Und die Geschehnisse des 17. Juni haben es auch nicht verdient, dass Sie Ihre Suppe daraus kochen. Und ich will Ihnen auch erklären, warum. Denn Ihre Kameraden in den ostdeutschen Ländern, im Übrigen oft Westimporte, die können der DDR mitunter einiges abgewinnen. Wahlweise werden denn da die innere Sicherheit der DDR gelobt, so Ex-Parteichef Lucke, oder sie loben das DDR-Schulsystem, da wurde ja noch Fontane auswendig gelernt, so Gauland, oder sie trauern einer belastbaren Vertrauensgemeinschaft, so hat es Höcke formuliert, hinterher. Also wenn die Hessen-AfD so ein Problem mit der DDR-Verharmlosung, mit einer angeblichen DDR-Verharmlosung hat, dann klären Sie das mal mit Ihren Leuten in den neuen Bundesländern. Ihnen geht es nämlich gar nicht um den 17. Juni. Und deswegen will ich zum Abschluss noch etwas anderes sagen. Und ich sage es ein einziges Mal und ich sage es ein für alle Mal, auch im Namen der Mitglieder und der Anhänger der Linken. Ich weise Ihre wiederholten, schmutzigen und hassverzerrten Angriffe auf unsere Partei zurück. Ja, im Namen des Sozialismus hat es Fehler, Verhärtungen und auch Verbrechen gegeben. Das lange 20. Jahrhundert ist mit einer krachenden Niederlage des Sozialismus geendet. Die Aufarbeitung dieses Scheiterns ist für die Linke eine Aufgabe und Pflicht. Aber dafür brauchen wir keine Belehrung und erst recht nicht von Ihnen. Und zur Geschichte des Sozialismus gehört auch der Kampf für soziale und politische Rechte, für die Gleichstellung der Geschlechter und gegen kolonialistische Unterdrückung. Ohne die sozialistische Bewegung kein Wahlrecht, kein Acht-Stunden-Tag, keine gewerkschaftlichen Rechte, kein Sozialstaat und kein öffentliches Eigentum. Und es waren die Sozialisten, die, wie andere Gruppen auch, in den Kerkern, in den Gefängnissen und in den Konzentrationslagern gesessen haben, weil sie am entschiedensten gegen Krieg und gegen Faschismus gekämpft haben. Und auch das ist unsere Tradition. Und deswegen werden wir uns gegen Leute wie Sie, ob Sie in Bomberjacken oder in teuren Anzügen hervorkommen, immer wieder wehren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schalauske. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt der Abgeordnete Dr. Naas das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute jährt sich zum 68. Mal der Tag des 17. Juni. Und ich finde, unser Landtagspräsident hat heute Morgen die richtigen Worte gefunden. Ich möchte ihm ganz ausdrücklich danken. Ich möchte an dieser Stelle auch mal deutlich sagen, ich glaube, wir haben einen sehr guten Landtagspräsidenten. Und es hätte, weil heute der 17. Juni ist, auch kein AfD-Antrag bedurft. Nein, um das heute auch noch einmal klarzustellen,
Denn es geht hier um die Gemeinsamkeit dieses Hauses, und die, glaube ich, hat der Landtagspräsident sehr gut gewahrt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschäftigen uns hier im Hessischen Landtag nicht das erste Mal, Kollege Grobe, mit dem 17. Juni. Vielleicht schauen Sie sich einmal die alten Protokolle an. Ich erinnere an hervorragende Reden meiner Vorgänger. Kollege Greilich, Kollege Dr. Hahn haben dazu schon gesprochen. Zum 60. Jahrestag und im Jahre 2008, Kollege Hahn. Das ist eine exzellente Rede damals gewesen. Ja, so war es. Und ich will Ihnen mal eins sagen, lieber Kollege Grobe, wenn Sie mich hier provozieren wollen. Der Erste, der hier zum 17. Juni gesprochen hat, war der Ministerpräsident des Landes Hessen, Georg August Zinn, und zwar am 17. Juni 1953. Und jetzt lese ich Ihnen mal vor, was er da gesagt hat in der Landtagssitzung. Ich glaube, sagt Georg August Zinn, wir sollten angesichts dieses Versuchs der Ostberliner Arbeiterschaft, sich in dieser Form gegen das Regime des Terrors zur Wehr zu setzen und dem Gedanken der Wiedervereinigung Deutschlands Ausdruck zu verleihen, alles tun, um durch eine gemeinsame Haltung, die sich nicht in kleinen Streitigkeiten und Streitereien verliert, diesen Kampf um ein freies und geeintes Deutschland zu unterstützen. Ein Kampf, der nicht von den Alliierten, sondern von den deutschen Arbeitern geführt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. So. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Grobe, am Ende des Plenartags, am 17. Juni 1953, hier im Hessischen Landtag, hat es eine einstimmige Entschließung des Landtags gegeben. Und auch die möchte ich Ihnen einmal vorlesen. Damals hat der Hessische Landtag beschlossen, der Hessische Landtag hat von der Erklärung des hessischen Ministerpräsidenten zu den Vorgängen in Ostberlin Kenntnis genommen. Er bringt der Bevölkerung Ostberlins und der Sowjetzone in der Bekundung ihres Freiheitswillens seine tiefe Verbundenheit zum Ausdruck. Er hofft, dass der Wunsch aller Deutschen in Frieden und Freiheit wieder zu vereinigen, bald in Erfüllung geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis heute ist diesen Worten nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen. Und ich möchte noch einmal auf Georg August Zinn eingehen. Er hat nämlich gesagt, es geht hier nicht um kleine Streitigkeiten. Doch, und das ist das Problem der AfD. Sie wollen diesen Punkt instrumentalisieren. Schauen Sie sich Ihren Antrag an. Schauen Sie sich die Wortwahl Ihres Antrags an. So, sprechen Sie von Mitteldeutschland. Schauen Sie sich diesen Antrag mal genau an. Und schauen Sie sich den Antrag aus der Mitte dieses Hauses an. Sie nutzen hier die Gelegenheit, um hier wieder mit der Linken abzurechnen. Und die Linke hat es umgekehrt gemacht. Wir wollen die Mitte dieses Hauses stärken. Deswegen ist es gut und richtig, dass der hessische Landtagspräsident heute die richtigen Worte gefunden hat. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Für die Landesregierung spricht Staatsministerin Puttrich. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte dem Landtagspräsidenten. Kleinen Augenblick bitte. Wir bringen doch die Debatte jetzt ruhig und friedlich zu Ende und beruhigen uns erstmal wieder. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Gut, die Zeit fängt neu an zu laufen. Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte dem Präsidenten ganz herzlich danken, dass er heute am Beginn der Plenarsitzung dem 17. Juni in einer besonderen Art und Weise gedacht hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man das in ruhigen und in sachlichen Tönen tun sollte, dass man dafür keine Zwischenrufe braucht und teilweise auf mich fast pöbelhaft wirkendes Verhalten. Ich sage es deshalb, weil wir alle miteinander mit dem 17. Juni auch persönliche Familiengeschichten haben. Viele von uns denken in die Zeit hinein der deutschen Teilung, der Hoffnung der Wiedervereinigung und wissen, was Menschen in der kommunistischen Diktatur erlitten haben.
Und wenn ich an den 17. Juni denke, möchte ich auch nur eine kleine persönliche Geschichte sagen. Ich habe meinen Mann 1980 kennengelernt. Und wir sind in diesem Jahr am 17. Juni nach Dresden, nach Hoyerswerda und nach Weißwasser gefahren. Dort, wo die Großeltern herkamen, also seine Vater herkam, meine Großmutter herkam, die Verwandten wohnten. Für uns war der 17. Juni damals ein Reisedatum, weil es ein freier Tag war. Und als wir hingefahren sind, haben wir uns bewusst gemacht, was bedeutet der 17. Juni für uns und was bedeutet er für unsere Verwandten. Als wir hingefahren sind am 17. Juni, war für uns erst dieser freie Tag ein Tag, weil es ein günstiges Reisedatum war. Ich bin in einer politischen Familie groß geworden, in der nie DDR gesagt wurde, sondern bei uns immer gesagt wurde, die Ostzone, weil für uns Demokratie oder eine deutsch-demokratische Republik für uns einfach undenkbar gewesen ist, Demokratie im Namen Zug DDR zu nennen. Aber als wir dort hingefahren sind, wie gesagt, da ist uns immer bewusst gewesen, welche Hoffnung die Menschen dort auf uns legten, unsere Verwandten auf uns legten. Wir waren die Boten der Freiheit. Wir waren die Boten der Freiheit, mit uns rochen sie praktisch den Duft oder die Luft der Freiheit und mit uns verbanden sie immer wieder die Hoffnung auf die Wiedervereinigung. Die Hoffnung auf die Wiedervereinigung, und deshalb waren die Besuche auch so wichtig, die wir von Kindheit an machten, dass wir uns besuchten, dass wir Kontakt hielten, dass wir Briefe schrieben, trotz aller Schwierigkeiten, die es gegeben hat. Und deshalb ist für mich der 17. Juni eigentlich ein Tag der leisen Töne und nicht der lauten Töne. Weil ich an diesem Tag auch besonders daran denke, wie viele Menschen ihr Leben in diesem Regime verloren haben. Auch ein persönliches Schicksal. Ein Cousin meines Vaters ist in Bautzen, man kann sagen, ermordet worden, weil er eine etwas kässe Lippe hatte. Nur deshalb. Man hatte ihn noch gewarnt, aber er glaubte, ihm könne nichts passieren. Und in diesem Zusammenhang möchte ich diesen 17. Juni jetzt nennen, weil viele persönliche Lebensgeschichten damit verbunden sind. Und ich mir an einem solchen Tag eigentlich wünschen würde, dass viele die Geschichten erzählen, die es sehr klar machen, was Diktatur bedeutet und welche Gnade wir haben, aber auch welcher Kampf es sein kann, in einer Demokratie zu leben. Und das ist der Auftrag, den wir heute hier meines Erachtens entsprechend erfüllen sollen. In verbindenden Tönen, nicht in lauten Tönen, in nachdenklichen Tönen, und zwar im Kampf für die Demokratie. Und es ist auch unbestritten, dass die sowjetische Besatzungsmacht in der brutalsten Art und Weise gegen die Menschen gekämpft hatte, am 17. Juni mit Waffen, mit Gewehren, mit Panzern Menschen getötet hat, sie inhaftiert hat und wenn welche vielleicht an dem Tag nicht gestorben sind, sie später gestorben sind oder ihre Familien gelitten haben und man ihnen Chancen für ihr Leben verbaut hat. Dieser 17. Juni war meines Erachtens ein Zeichen, in dem ganz klar auch in der Weltbevölkerung gezeigt wurde, man sehen konnte, dass dieser selbst ausgerufene Arbeiter- und Bauernstaat kein Staat war, in dem er für die Arbeiter und Bauern da war, sondern der eine repressive Diktatur gewesen ist. Und das ist das, was wir mit dem 17. Juni verbinden. Und dieser Stempel in der Weltöffentlichkeit, den wurde auch die sogenannte DDR nie wieder los. Sie wurde es nie wieder los. Und am 17. Juni gedenken wir aber insbesondere den Menschen, die auf die Straßen gegangen sind, die diesen Mut hatten, die es getan haben. Und das möchte ich dazu sagen. Der 17. Juni hat uns gezeigt, dass Menschen ihre Chancen nutzen, für Freiheit zu kämpfen. Auch wenn sie in der Situation, in der sie gerade sind, vielleicht überhaupt noch nicht die Aussicht haben, in Freiheit leben zu können. Die am 17. Juni ihr Leben verloren hatten, die für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft hatten, aber auch für Freiheit und Demokratie, die dort gestorben sind, haben es nicht erlebt, aus einer Unrechtsherrschaft befreit zu werden. Aber sie haben die Gelegenheit genutzt, auf die Straße zu gehen, wie viele andere auch. Und das ist ein Zeichen, das es häufig gegeben hat. Und wenn wir uns die Zeit bis zum Fall des Eisernen Vorhangs ansehen und gehen in den ehemaligen Ostblock hinein, kann man nennen Ungarn 1956, Prag 1968, Polen Anfang der 80er Jahre, Peking 1989, aber auch die damalige Sowjetunion hat, nachdem die Öffnung oder der Fall des Eisernen Vorhangs geschehen ist, sind die Menschen dort auf die Straße gegangen, um zu protestieren oder um zu verhindern, dass eine Restauration der alten Sowjetdiktatur wieder geben könnte.
Frau Staatsministerin Puttrich darf sich an die Redezeit erinnern. Ja, und von diesem Mut der Menschen sollten wir uns nicht nur beeindrucken lassen, anstecken lassen und für Demokratie kämpfen. Und das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte. Aus diesem Grund heraus sind wir auch diejenigen als Hessische Landesvertretung, die immer wieder denjenigen, die für Freiheit und Demokratie kämpfen, auch die Gelegenheit geben, es zu zeigen. Und deshalb haben am letzten Freitag zum Beispiel meine Kollegin Angela Dorn und ich, die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tsichanowskaja, als Gast in der Hessischen Landesvertretung gehabt. Wir verstehen uns als diejenigen, die den Menschen, die für Demokratie kämpfen, die in Bürgerbewegungen sind, die in Freiheit leben wollen, auch an die Weltöffentlichkeit damit gelangen. Und in diesem Sinne wollen wir heute an den 17. Juni denken. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Puttrich. Damit ist die Aktuelle Stunde der AfD-Fraktion, Tagesordnungspunkt 72, abgehalten. Und die beiden Anträge zu Tagesordnungspunkt 88 und 89 stimmen wir dann heute Abend ab.